Gut ein Jahr ist es nun her, dass Gerd Schwandner das Amt des Oldenburger Oberbürgermeisters an seinen Nachfolger Jürgen Krogmann von der SPD übergeben hat. Die Wahl war damals sehr umstritten. Nach einer Stichwahl mit Mitstreiter Christoph Bark gewann Krogmann schließlich die Mehrheit der Oldenburger Bürger für sich. Doch war dieser Sieg bei einer Wahlbeteiligung von rund 30% wirklich ein Grund zum Feiern? Wie hat sich der neue Oberbürgermeister in den Augen der Bürger die letzten 12 Monate geschlagen? Ich kenne nicht mal mehr den Namen. Krogmann? Ja, sagen wir mal, finden wir ganz gut, ja. Der ist mir auf jeden Fall sympathischer als der Vorgänger. Besser als der vorherige, finde ich. Macht sich ganz gut, ist auch die Partei, die ich unterstütze. Und präsent in der Zeitung, also insofern, ich bin ganz zufrieden. Ich finde ihn sehr gut, das, was er vorher versprochen hat, versucht er ja einzuhalten und bis jetzt macht er seine Arbeit gut. NWZ-Redakteur Thorsten Kuchter hat für uns das vergangene Jahr des Stadtoberhauptes analysiert. Hat er seine Wahlversprechen wirklich eingehalten? Hat er schon so viel erreicht? Ich weiß es nicht. Mülltonnenpolitik. Ich glaube, die Altpapierfrage ist eine der Fragen, die Oldenburg in der Wahlzeit am meisten bewegt hat, weil es auch sehr viel Widerstand aus der Bevölkerung gab gegen die städtische Sammlung. Mittlerweile ist das ganze Jahr vor Gericht gelandet und das Gericht hat der Stadt empfohlen, sich mit dem privaten Altpapierentsorger zu einigen, sprich eine Kompromisslösung zu finden. Die Verhandlungen laufen unter der Mediation des Gerichts. Es dringt außerordentlich wenig nach außen. Wie gut oder wie schlecht Jürgen Krogmann da verhandelt, glaube ich, kann man im Moment nicht sagen, weil das alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit läuft. Man kann aber eins sagen, egal wie das Ergebnis dieser Verhandlungen ausfällt, der Oberbürgermeister ist nicht derjenige, der darüber entscheidet, sondern er muss mit diesen Ergebnissen in den Rat und muss eine politische Mehrheit dafür finden. Das ist das, was die Menschen oft unterschätzen. Die sagen, das soll der Oberbürgermeister mal richten. Nicht nur die Altpapiersituation, auch die aktuelle Infrastruktur in Oldenburg interessiert die Wähler. Ich fahre gerne Fahrrad und ich finde auch Oldenburg, es ist eine Fahrradstadt und somit sollte man auch was machen. Was die Fahrradwege angeht, gibt es ein Investitionsprogramm der Stadt für Fahrradrouten und auch für Fahrradstraßen, das peu à peu abgearbeitet wird, wo auch Geld zur Verfügung gestellt wird, um die Situation zu verbessern. Die Diskussion, die in der Stadt über die Fahrradwege geführt wurde, hat allerdings hauptsächlich damit zu tun, dass die Fahrradwege-Benutzungspflicht aufgehoben wurde und dass wir Stück für Stück in Oldenburg diese Pflicht aufheben. Das heißt, Fahrradfahrer müssen Fahrradwege nur dann benutzen, wenn sie auch dafür geeignet sind, auf vielen, vielen Straßen. Die Fahrradfahrer selbst, aber wir haben eine ziemlich große Fraktion älterer Menschen in der Stadt, fühlen sich da sehr unsicher. Und eigentlich müsste man ihnen vernünftige Fahrradwege zur Verfügung stellen. Es gibt aber eine große Mehrheit im Rat, oder ich will nicht sagen Mehrheit, aber eine große Fraktion im Rat, vornehmlich bei den Grünen, die sagen, wir wollen aber, dass die Fahrradfahrer auf der Straße fahren, weil sie dann auch den Verkehr bremsen und damit die Emissionen und die Gefährdung durch Autos herabstufen. Insofern, ja, er ist sicherlich für mehr Fahrradwege und ja, es gibt ein Programm dafür, man könnte aber mehr machen. Aber auch hier gilt, wie bei vielen anderen Fragen, über die Einzelheiten und über die Finanzierung dieser Programme entscheidet nicht Herr Krogmann, sondern der Rat. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass man, das ist ja ein aktuelles Thema mit den Flüchtlingen, sensibel umgeht. Ich glaube, dass das im Moment ein sehr, sehr schwieriges Thema ist und da brauchen wir erfahrene Politiker, die in die richtige Richtung gehen. Jürgen Krogmann hat als Manager dieser Flüchtlingskrise, was er zusammen mit seiner Sozialdezernentin Dagmar Sachse und seiner Baudezernentin Gabriele Niesen so auf die Gleise stellt, immer versucht, das geräuschlos zu machen. Also, was ich damit sagen will, ist, dass er, bevor er mit bestimmten Dingen an die Öffentlichkeit gegangen ist, wo jetzt Flüchtlinge untergebracht werden, schon im Hintergrund mit Betroffenen gesprochen hat oder zumindest hat sprechen lassen, damit Unmut gar nicht erst aufkommt. Es ist deswegen in Oldenburg, anders als in anderen Städten, nur ganz punktuell zu Demonstrationen gekommen, die aber dann meistens auch von rechts gesteuert waren. Also ich glaube, ihm liegt daran, das Ganze so weit wie möglich geräuschlos über die Bühne zu bringen, den Menschen zu helfen, die zu uns kommen, ohne die Oldenburger zu überfordern. Ob ihm das weiter gelingen wird angesichts der Zahlen, die uns jeden Tag begegnen, da möchte ich keine Prognose wagen. Aber bislang hat er sich sehr darum bemüht, die Wellen nicht zu hoch schlagen zu lassen, das Problem trotzdem zu lösen.
Jürgen Krogmann ist also bemüht, seine Wahlversprechen zu halten und geht auch mit unvorhersehbaren Herausforderungen souverän um. Ich glaube, dass die Stadt Oldenburg in dem ersten Jahr von Jürgen Krogmann als Oberbürgermeister wieder mehr zu sich selbst gekommen ist. Wir hatten vorher eine sehr extravagante Oberbürgermeisterzeit mit Gerd Schwandner, der vor allen Dingen international gearbeitet hat, sich in Wissenschaft und Wirtschaft sehr viel profiliert hat. Und ich glaube, dass Jürgen Krogmann sehr viel verwurzelter in der Stadt ist, dass er sich auch mehr um Vereine und solche Dinge kümmert, ohne das große Ganze aus dem Blick zu lassen. Er hat einen sehr pragmatischen Stil, packt die Dinge an, ohne groß Aufhebens darum zu machen und unterscheidet sich auch in dieser Frage sehr viel von seinem Vorgänger. Allerdings glaube ich, dass man in diesem ersten Jahr bemerkt hat, dass er sich an viele Themen auch erstmal herangetastet hat, weil er für vieles, was er vorhat, auch politische Mehrheiten suchen muss. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass ein OB alles selbst entscheidet, sondern er muss schon im Rat seine Mehrheiten suchen. Und da er anders als sein Vorgänger nicht parteilos ist, sondern SPD-Politiker, kam es da vermutlich auch mal zu internen Diskussionen. Und deswegen hat er, glaube ich, vieles in seinem Büro abgehandelt, ohne groß an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich glaube, hier und da in der Stadt gibt es schon eine gewisse Ungeduld bei manchen Themen, sodass ich glaube, dass er im zweiten Jahr vielleicht da ein bisschen mehr Gas geben muss, um den Leuten auch zu sagen, was er vorhat und was er macht.